Die Gelegenheit, die sich uns hier bietet, ist viel zu groß, um sie zu ignorieren. Ein kurzer Vorstoß mithilfe der Möglichkeit des Kalixis-Sektors könnte den Ruhm des Gott-Imperators zu Millionen von Bürgern tragen, die sich nach seinem Licht sehnen und unermesslichen Ruhm und Reichtum nach Scintilla bringen. Tiber Achillus bei seinem Erstreben des Oberbefehls mit dem Kreuzzug in Jericho weiter. So steht er vor der Chimäre, blickt auf die noch restlichen warmen Motoren, die langsam ausgehen, und mit einem Schlag geht die Tür des Fahrers zu. Morgen tritt er noch heran und ihr steht vor dem schwarzen, strömenden Kanal, der euch zum Fabrika-Distrikt bringt. Gut, bereit, meine Brüder. Hinter diesem Kanal gibt es viel Ehre und Ruhm zu holen. Ich schlage vor, ihr gebt vor. Ihr braucht wahrscheinlich ein wenig länger als wir über den Fluss. Sollten sich diese Symbionten wieder an die Oberfläche trauen, vertraue ich drauf, dass du bereits mit deinem Bolter bereitstehst. Lasst uns in enger Formation den Fluss durchwarten. In Ordnung, ich decke uns den Rücken. Dann gehe ich voran. Der Ultramarine steigt hinab. Machst du deine Magnetstiefel an? Ja, wenn es so steil nach unten geht, auf jeden Fall, ja. Ja, du kannst natürlich auch runterspringen, ne? Das ist wie gesagt ein gerade gezogener Kanal. Du würdest dann 20 Meter in der schwarzen Strömung versinken. Kannst du natürlich so machen oder runtergehen? Wenn das Wasser tief genug ist, und das müsste es ja eigentlich sein, dann springe ich runter. Ja, wie gesagt, 20 Schritt. 1 Meter Kantenlänge oder so etwas, wie du neben dir oder dir irgendwas so runterspringst. Und dann versinkst du in den Fluten. Ja, wenn ich auf dem Boden gelandet bin, also nach unten getaucht, dann marschiere ich zügig vorwärts, nicht dass mir der nächste Space Marine auf den Kopf springt. Neben ihm landet die schwere Servorüstung, in der sich Gabriel befindet. Tordal, du wartest noch ab, bevor du Worgen rüberbringst. Ja, ich halte noch so ein bisschen die Augen offen. Gebe Worgen den Auftrag, sich umzuschauen. Weil er kann ja eh jetzt während des Fluges nicht allzu viel machen. Also soll er alles im Auge behalten und im Zweifel schießen, wenn er Feinde sind. Ja. Dann schwingt Bruder Wilhelm und landet mit einem Knacken unten. Initiative. Ich hab's irgendwie geahnt. War ein D10, ne? Ein D10 plus den Gewandtheitsbonus. Gut, wir beginnen ganz oben bei der 15. Tordal. Du kannst erkennen, wie unter dir Wesen im Wasser schwimmen. Auch wenn die Sicht ist echt ein bisschen trübe. Aber irgendetwas nähert sich dort wohl. Den Brüdern. Drei Wesen. Und dann schreie ich, während ich per Schnellziehen meine Boltpistole ziehe. Worgen zu da. Und würde dann tatsächlich direkt auf das erste schießen. Gut, dann kannst du gerne die Warnung absetzen, freie Aktion und zielen, schießen mit deinem Würfel. Die Aktionen in dem dunklen Wasser sind um 20 vermindert. Ich muss gerade mal schauen, ob das auch für diejenigen gilt, die von oben aus schießen. 51 getroffen. Also mit 51 habe ich daneben geschossen. Das ist mit Pistol plus minus 0 hätte ich daneben geschossen, da ich ja keine Zeit hatte zum Zielen. Okay, gut, dann Octavius. Ja, habe ich denn auch die Angreifer bemerkt schon da unten im Wasser? Ja. Der höhere Initiative ja, aber ich bin auf der 11, du bist auf der 13, dann siehst du, wie jetzt etwas ankommt. Okay, gut, dann möchte ich am liebsten eine Salve, vollautomatisch auf einen ballern. Gut, dann schießt du mit deinem Bolter unter Wasser, sollte für die heiligen Instrumente kein Problem sein. Haben ja selber eine kleine Rakete in ihren eigenen Munitionsteilen und dann kannst du gut feuern. Wie gesagt, minus 20. Ja, da treffe ich nur mit einem Schuss. Dann kannst du gerne den Schaden machen. 3 ab 10. 19. Dann ziehen wir mal den reißenden Schaden ab, die 3, 19. Dann schauen wir wieder auf die Rüstung. Was hast du für ein DS? 5. Der Symbiont hat eine Rüstung, verstärktes Chitin von 6. Dann bleibt da eine Rüstung übrig und der Widerstand ist 6.
dann bin ich insgesamt bei einer Rüstung von 7. Du hast 19, minus 7 sind 12. Okay. Dann bin ich dran mit 3 Symbionten. Und zwar haben wir 3 Leute unter Wasser. Dann würde ich auch einfach sagen, ich greife jeden von euch an. Schwimmenderweise sind 3 W100. Trifft die 50? Ja, die 52 trifft. Die 67 knapp nicht. Dann mache ich auf die Mitte. Wer springt denn? Oh Gott, ich mache euch genauso an. Octavius in der Mitte. Torda steht oben. Oder Wilhelm auf der einen Seite und Gabriel auf der anderen Seite. Dann werde ich den in der Mitte angreifen. Das ist Bruder Octavius. Sehr gut. Ich hab pariert. Das war ein schwimmender Angriff. Ja, alles klar. Ich spare mir noch eine Reaktion auf. Du hattest aber auf ihn geschossen, ne? Dann würde ich tatsächlich hier oben beim zweiten auch nochmal auf dich draufschlagen. Ja. Ich habe noch einen zweiten. Ich werde noch einen zweiten Angriff auf dich starten. Die anderen spare ich mir noch auf als Reaktion. 28, das wäre getroffen. Ja, dann kann ich nicht mehr parieren. Dann mach mal schön. Es sind nur 19 DS5. Okay. Und wohin denn? Rechtes Bein. Ja, ich mache es meinem Bruder Octavius gleich und verfalle im automatischen Feuer gegen den einen, den er bereits auch schon ins Visier genommen hat. Ich habe nicht gezielt, dann ist das tatsächlich um einen Punkt geschafft, also einen Schuss würde treffen. So, dann mache ich 3W10 plus 5, ebenfalls reißend. Da ist eine 10 dabei, die 4 ziehen wir ab. Ich würfel einen weiteren W10. 18, 23, so ist es. Mit 20 erschwert. Lass mal eben schauen, ob das überhaupt klappt. Ja, du wirst ja auch vollautomatisch ballern, ne? Also auch ja. Mit 20 Bonus. Dann den Schaden bitte. Ich versuche aber mal auszuweichen. Denn mit dem habe ich noch eine Reaktion. 63, das könnte knapp werden. Nein, um 3 Punkte nicht geschafft. Dann mache ich 29 Schaden. Zerfährst du zumindest. Ist ja halt auch schon mal eine ganze Menge an Schaden, ne? Dann nehme ich dir den nächsten Symbionten weg, der dort steht. Zustand tot. Und nach Wilhelm ist Worgen von oben. Jo. Sehe ich da so ein Viech gerade rumschwimmen? Ein letztes verbliebenes. Dann wird angelegt und geschossen, würde ich sagen. Minus 10. Alles klar. Das würde treffen. Mit einer 7 DS. 25. 18 bleiben. Diese Kampfrunde. Donner. Das ist der verdammt letzte Laser. Er hätte sogar noch ausweichen können, aber bei den Schaden macht er das gar nicht. Ja, siehst du. Gut, dann Tordal zögert raus und zielt Octavius. Okay, gut. Dann baller ich auf den verbleibenden Taucher da, auch wieder vollautomatisch und gib's ihm. 93, sehr gut. Oder nicht. Dann, ich habe Bruder Gabriel, du bist schon verletzt, du blutest, das riecht er. Und dann würde ich dir tatsächlich mal einen W100, weißt du was, ich greife einmal dich an und ich greife einmal 6. So, schauen wir mal. Ich mache erstmal bei dir den Schaden, kann man natürlich ausweichen versuchen. Ich versuche das zu parieren mit meinem Schwert. Und das ist mit der 54 nicht. Plus 20 plus 10, weil ich auch eine ausgewogene Klinge habe, ist aber dennoch nicht geschafft. Dann bekommst du 25 DS5, meine ich. 25 DS5. Ich glaube, das hört sich nicht gut an. Ich glaube, ich sollte mein W100 chippen. Und mit der 31 ist das gelungen. Ah, verdammt. Ja, den Gabriel, den müssen wir ein bisschen mehr schützen, ne? Der hat jetzt schon einiges eingeschenkt bekommen. Ach, ist nur ein Kratzer. Ich habe noch einen anderen Angriff und den werde ich tatsächlich jetzt auch schon mal versenken. Und zwar, weißt du was, der Ultramarine ist Anführer, das wäre der erste im Wasser. Genau, und ich bin auch schon angefressen, ich blute. Das reicht aber nicht. Tja. Wie, tja. Lieblingssohn halt. Ja,
dann ein weiterer vollautomatischer Schuss auf ihn. Vollautomatisch? Da haben alle Schüsse getroffen. 6. Ausgewichen. Schade. Kann ich allen ausweichen? Ist das abhängig von... Von den Erfolgsgraden, ja. Ja, da hab ich eine 6 gewürfelt. Erfolgsgrade sind 5. Warte mal. Doch, 5. 5 Stück. Ja, das reicht. Der hat ja... Dann habe ich keine Reaktion mehr. Richtig. Ja, finish him. Ich schieß mal. Ach, das reicht sogar, Freund! Ich hab die beschissensten Werte, aber das meiste Würfelglück. Ja. 20. Ausweichen kann er nicht mehr. 20, Pen 6. Dann machst du 2x 20 Schaden. DS 6, hast du gesagt? Ja. Dann zieh ich 6 ab von den 20. Dann sind es 14 und 14. Dann ist er tot. Perfekt. Dein schwerer Bolter zuckt umher und drückst ab, versuchst deinen Bruder nicht zu treffen. Und nachdem dann sowohl der Dark Angel einmal pariert hat und die Klauen unter dem geduckten Streich von Octavius entlangfahren, kannst du ihm dann, während er auf dich anlegt, ihm zunächst seine Klauen, seine Zangenkrallen abschießen. Lenkst dann den Schlag um, nachdem du ihm dann den zweiten Arm zerfetzt hast und dann in sein Gesicht die Zunge, die noch entgegen zuckt in deine Richtung und dich am Helm kratzen mag, aber auch die Zunge vergeht und dann der restliche Körper mit einer kleinen Explosion leuchtet er noch einmal auf und dann ist das Wasser wieder trüb und schwarz. Ja, sehr gut, Brüder, aber wir sollten das Wasser hier verlassen. Ja, zügig. Nicht, dass noch mehr von diesen Viechern kommen. Ja, 100 Meter, die ihr durchschreiten könnt. Und nachdem ihr die dann überwunden habt, den breiten Kanal, die Strömung ist tatsächlich auch gerade hier an dieser Meerpassage relativ groß, aber ihr könnt euch mit auch Servorüstung dann dagegen stellen. Und als ihr dann das Ende erreicht, eure Magnetstiefel wieder anschaltet und auf der Plaststahl oder dem Ferrobeton dann eben nach oben steigt, senkrecht wieder nach oben, könnt ihr dann auch das Zeichen geben, sodass Tordal dann sein Sprungmodul zündet, Worgen dabei hat und dann eben so übersetzt. Ja, sehr gut. Ja, und nun, Brüder. Nun ja. Marschieren wir. Lasst uns ein bisschen vorsichtiger und leiser jetzt agieren, dass wir sie möglichst überraschen können. Ja, einverstanden. Oberst Lothar Grammar hier. Könnt ihr mich hören, mein Engel? Positiv. Wir konnten mittlerweile den Avalos Raumhafen einnehmen. Die Landung kann beginnen. Haben Sie auch die umliegenden Gebäude gesichert? Selbstverständlich. Wir haben allesamt gesichert und würden jetzt in eure Richtung verschieben, falls ihr das wünscht. Der Portica-Distrikt ist soweit sauber. Hervorragend. Unsere eigenen Leute vom Calistria-Distrikt sammeln, die vom Portica und die vom Magistra-Distrikt. Wir können jetzt verschieben, in welche Richtung ihr wünscht. Eine Grundbesetzung wird im Raumhafen zurückbleiben. Er ist zwar beschädigt, aber noch benutzbar. Ich würde auf internes Vox wechseln. Brüder, ich denke, Sie sollten tatsächlich noch erst im Portica-Distrikt verbleiben, wenn wir wirklich diesen ganzen Distrikt hier in Flammen stecken. Es ist ein gewisser Abstand für die Männer vielleicht gar nicht schädlich. Ja, denselben Gedanken hatte ich auch gerade, aber wenn wir ihnen sagen, dass sie gar nichts tun sollen, ist das auch nicht gut. Vielleicht sollten wir ihnen den Auftrag geben, den Lumpenmarkt und den blinden Heiligen zu sichern und den Feind dort anzugreifen. Naja, Brüder, überlegt Folgendes. Sobald wir anfangen, den Distrikt hier zu bombardieren, werden die Wesen ausbrechen in alle Richtungen, vor allen Dingen, wenn wir ihren Anführer bereits getötet haben. Sie sollten sich im Portica-Distrikt verbarrikadieren. Die Wesen werden zu ihnen kommen. Oder denkt ihr nicht? Gesprochen wie ein wahrer Imperial Fist. Die Fist kennt sich in solchen Belangen aus. Wir sollten auf ihr Wort vertrauen und ihre Expertise. Ja, die beste Verteidigung ist eine gute Verteidigung. Wie man so schön sagt. Ich stimme euch zu. Übernehmt das. Ja, ich würde wieder umschalten. Männer, befestigt den Rand des Portica-Distriktes. Wir vermuten einen Vorstoß in eure Richtung. So verstanden. Ich werde die
Barrikaden persönlich inspizieren bei meiner Rückkehr. Machen Sie mir keine Schande. Ich bin Mordiana, mein Herr. Bei meiner Ehre. Ja, bei eurer Ehre. Der Emperor beschützt. Viel Erfolg, meine Lords. Oberstleutnant Grammarch aus. So, wer von euch Brüdern kann denn am besten leise vorgehen, denn ich bin es mit Sicherheit nicht. Ich denke, ich bin der leiseste, Milord. Das vermute ich auch. Ach ja, richtig. Manchmal vergesse ich ganz, dass ihr hier seid. Das ist mein Fehler. Ihr macht keine Fehler, Milord. Ja, aber ihr werdet recht haben. Ich denke, das wäre eine gute Mission für euch. Etwas vorzuspähen. Wenn es nur 50 Meter sind oder sowas. Vor allen Dingen, selbst wenn man euch entdecken sollte, ist das nicht so enttarnend, wie wenn einer von uns entdeckt wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, ich werde die Furcht machen. Gut, halte dich an den Abstand von etwa 50 bis 80 Schritt und halte dauerhafte Vox-Kommunikation mit uns. Selbstverständlich. Also ich versuche mich so leise wie möglich mit der Servorüstung zu bewegen, ne? Okay, Worgen, dann gib mir nochmal bitte einen Schleichenwurf. Oder Gewandt. Ja, mach ich. Du bist auf alle Fälle den Häuserkampf gewöhnt. Kalistria selber hat wohl nicht so sehr gefallen. Den Glückspunkte ich ja nicht darf. Den ja. Fate-Punkte. Schicksalspunkt, die 45 kannst du wiederholen. Ja, das sieht doch besser aus. Ja, Gott sei Dank. Kalistria hat dir nicht so sehr gefallen, weil hier vor allem sehr, Holz, Stein, das war nicht so das, was du von Kalia kanntest, aber Fabrika ist auf jeden Fall mit viel Stahl versehen, Ferrobeton, Stahlbeton oder so etwas, und hier kannst du dich dann eben direkt in deinem Häuserkampf versehen, kannst dich dann von Fassade zu Fassade begeben, von Fabrik zu Fabrik. Kannst hier natürlich noch die wenigen Anwohner erkennen oder vielmehr die Arbeiter, die hier total verdreckt irgendwie ihren Aufgaben nachgehen. Wenige Arbeiter, vielmehr wohl irgendwelche Servitoren, die hier ihren Aufgaben nachgehen und stillen Befehl von irgendeinem Aufseher folgen. Du weißt nicht, wer genau die Servitoren angewiesen hat, aber viele Menschen sind es wohl nicht. Also viele Lebewesen, viele Servitoren sind eben gehirntot, lobotomisiert, aber man wird so sehr gar nicht auf euch achten, wenn ihr dann zwischen den Fabriken umherschleicht. An irgendwelchen Pressen, an denen du vorbeigehen kannst. Du siehst da wohl, wie einige Leichenfettriegel gedruckt werden. Irgendwelche Ackererzeugnisse, die vom ganzen Planeten eingeschifft worden sind. Irgendwelche Obststückchen, die da wohl filetiert werden oder getrocknet werden, um dann irgendwelchen Vakuumbeuteln zu verpackt zu werden. Und kannst dann eben von dem einen zur anderen Fabrik, von den Rohren, den Raffinerien dann umhergehen. Immer deinem Bildschirm folgend, bis du dann an dem nächsten Kanal bist, wo allerdings auch eine Brücke hinüberführt und du froh bist, dass du nicht noch einmal auf den starken Schultern von Tordal durch die Luft katapultiert wirst. Könnt euch dann im Gänsemarsch mit eurem Team dann dorthin begeben und dort erstmal verharren. Gut, das war doch gar nicht mal so schlecht. Ja, gute Arbeit, Kardiana. Danke. Ich habe dennoch ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hier. Ja, dann mögt ihr recht haben. Mittlerweile könnt ihr euch auch nicht mehr so sehr auf euren Geruch verlassen, weil einfach alles stinkt widerwärtig, vor allem dann eben nach Öl. Aber ihr könnt auf der anderen Seite jetzt wohl auch erkennen, wie dort nicht nur irgendwelche Rußpartikel in der Luft schweben, sondern auch irgendwelche Sporen, die ihr jetzt erkennen könnt. Und ihr könnt jetzt auch erkennen, dass der Boden wohl zu so etwas wie einer Art Blutpool umfunktioniert worden ist. Blut und Sekret, was dann den Boden bedeckt und den einen oder anderen Aufpasser, der nur noch wenig menschlich aussieht, schon aus der Entfernung könnt ihr es erkennen, verhärtete Hornplatten auf der Stirn, teilweise den ein oder anderen dritten Arm, der hervorlugt aus einer zerrissenen, lumpigen Kleidung,
Und ja, ihr seht hier jetzt auch Aufpasser, die dann den Inneren des Fabrikadistriktes dann und vor allem dann eben auch Solla und Söhne bewachen. Die Fabrik selbst ist wohl noch laut euren Scans sicherlich 10 Minuten Fußweg entfernt, aber hier wird auf alle Fälle jetzt scharf patrouilliert. Wird auch die Brücke schon bewacht? Oder eine der Brücken? Ja, also die Brücken sind wie gesagt nicht vermint und da sind auch keine richtigen Wachen, aber wenn ihr da jetzt rüber huscht, werdet ihr auf alle Fälle gesehen. Also so groß und schwer wie ihr seid, wenn ihr euch da jetzt rüber begebt, dann werdet ihr da auf alle Fälle gesehen. Richtige Wachen sind das nicht, aber man achtet wohl eher dann auf diese Brutpools, die dann hier überall zu erkennen sind. Irgendwelche ekelhaften Schläuche, die reinführen, irgendwelche Rohre, die dann verlegt worden sind von den Fabriken und dort dann irgendwelche biologischen Erzeugnisse reinpumpen. Also ich mache mal ein paar Aufnahmen mit meinem Servohelm, dass man das für die Nachwelt aufheben kann, wenn wir das hier alles einäschern, dass das auch gerechtfertigt war. Naja, Kardiana, ich nehme an, ihr habt eure Schutzausrüstung bei euch. Mhm. Wunderbar, legt sie an, Brüder. Ich denke, es ist Zeit, die Anzüge zu versiegeln. Das ist ein guter Rat. Ich mach das auch. Ohne Widerstreben kann auch Tordal sich dann seinen Helm überstülpen und das Ganze versiegeln, gerade wenn du den Geruch jetzt mittlerweile mitbekommst. Das ist nichts mehr, was dein Näschen erschnüffeln möchte. Und auch der Löwe versiegelt ebenso neben ihm den weißen Helm. Du kannst noch einmal deinen Natekium-Handschuh aufziehen, nochmal die Spritzen nachriegeln und dann schnappt ihr euch eure Beute und betrachtet auf der anderen Seite die nächsten Symbionten. Weitere 3 Stück Entfernung von hier aus zu sehen. Könnt in aller Ruhe zielen, wie es jetzt nicht genau beschießen wolltet, solltet. Aber Entfernung, das sind grob 30 Meter zu euch. Während ihr dort im Schatten abgekauert wartet. Brüder, ich vermute, die Zeit der Ruhe ist vorbei. Wir sollten alle gemeinsam schießen. Das könnten wir machen, aber dann müssen wir wirklich sehr rasch vorrücken. Dann werden wir vor allem auch nicht mehr die Zeit haben, uns ausführlich nach der Zielperson umzuschauen. Genau, das ist das Problem, ja. Ich hätte einen weiteren Vorschlag. Wir lassen hier am Nordosten des Fabrikadistrikts bereits die Laserlanzen einschlagen. Das wird einerseits für Ablenkung, andererseits für so eine Geräuschkulisse sorgen, dass sie uns vielleicht nicht direkt bemerken. Wobei wir durchaus unsere Zielperson dabei auch töten könnten. Und das ganze Prometheon im Wasser und in der Luft? Nicht, dass es Gefahr läuft, das schon den Flächenbrand einzuleiten. Ja, ihr habt nicht unrecht, Brüder. Also der Kodex rät davon ab, so nahe Orbitalbombardements einzusetzen. Ja, ein guter Punkt. Hier die Symbionten nicht lautlos eliminieren? Das war gerade mein Vorschlag. Wir haben alle unsere Waffen. Wir können die einfach so direkt ran und töten. Naja, lautlos wird das nicht funktionieren. Nun, wir haben uns eben im vorderen Teil schon gerade leiser verhalten. Ich glaube kaum, dass wir unbemerkt sind. Gibt's nicht vielleicht irgendwie eine der Brücken, wo man sich doch drüber schleichen könnte? Eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist. Also wenn du dir jetzt hier die Versporung anguckst, das Innere von Fabrika, das ist so gelegen, dass hier im Prinzip der Übergang von hier aus über die Brücken wäre quasi unmöglich, unentdeckt zu bleiben. Oder du gehst von hier aus weiter nach Osten, wieder ins Meer rein. Das müsste man sich überlegen. Mit eurer versiegelten Ausrüstung würde das eventuell gehen. Der Kardianer hat natürlich keine hochwertige Servorüstung. Da müsste man sich was anderes überlegen. Aber ihr könnt natürlich auf dem Grund des Meeres spazieren.
Genauso können wir auch auf dem Grund des Kanals spazieren und von einer anderen Position an die Fabrik heranbegeben. Ja, Brüder, was schätzt ihr, wie weit ist es von hier aus noch zu, bis zur Fabrik? 10, gut. 15 Minuten. Jetzt auch meine Einschätzung. 13 Meilen. Nun, wir haben drei Optionen. Gleich Krach machen und uns wahrscheinlich den ganzen Schwarm der Symbionten in unsere Richtung ziehen. Oder versuchen sie einigermaßen lautlos zu töten. Ja, also, trägt einer von euch eine ferngesteuerte Bombe bei sich, Brüder? Bomben sind nicht lautlos, aber nein, auch das nicht. Ja, schade. Die lautloseste Waffe, die ich bei mir führe, ist mein Schwert und meine Hände. Also wir könnten versuchen, dass der Kardiane einen der Symbionten erschießt, wir anderen im Dunkeln bleiben und darauf spekulieren, dass die beiden anderen über die Brücke laufen, auf den Kardianer zu und wir sie dann, wenn sie auf unserer Seite der Brücke sind, abfangen und im Nahkampf töten. Hört sich gut an. Bei einem einzelnen Menschen werden sie keine Verstärkung rufen. Das war der Plan. Ja, halte ich auch für eine sehr gute Idee. Sollten wir so machen. Ja, ich bin dabei. Wir könnten auch eventuell einen Ablenkungsangriff über Portica anordnen, sodass die Kräfte in den Angriff gebunden werden und wir uns hier relativ sicher umschauen können. Ich denke nicht, dass sie von hier aus ihre Symbionten abziehen werden. Wir haben schließlich auch keine Symbionten in der Stadt gesehen, zumindest keine solch ausgeprägten. Ihre, was das auch immer ist, ihre Brutkammern und was sie mit ihrer mit diesen Fabriken vorhaben, wird wohl um einiges wichtiger sein als ein kleines Scharmützel innerhalb der Stadtgrenzen. Ja, ich würde tatsächlich auch den Plan unseres Bruders unterstützen. Wir hoffen darauf, dass der Feind den Kardianer unterschätzt und töten sie dann im Nahkampf. Gut, Wagen, du bist unser Köder. Jawohl. Wir suchen ja, positionier dich ein bisschen weiter weg, ne? Dass die schön an uns vorbeilaufen. Darf ich noch ein kurzes Gebet sprechen? Sicher. Gut, ich falte meine Hände und spreche ein Stoßgebet zum Gott-Imperator. Und dann entferne ich mich von der Truppe. Ja, ich stelle mich an eine Häuserwand, hinter einer Häuserwand, nehme mein Schwert in beide Hände. Ich ziehe auch mein Schwert. Schaue zu meinen Brüdern und nicke ihn, sobald ich sehe, dass sich jeder positioniert hat. Und dann würde ich mit einem Schlachtruf für Cadia auf die Symbionten schießen. Ja, dann mach einen um. Ich gebe dir gezielten Schuss, nochmal plus 30. Ja. Wer trifft? Alles klar, Schaden? Ja, 13. DS7. DS7, dann habe ich noch 6, die ich abziehen kann. Von 6 sind 7 Schaden auf einen Symbionten, bleiben nur noch 13, das tut weh. Und. Nee, gar nicht, dann bekommt er 7 Schaden, genau, und ist auf 13. Dann kriegst du ein kehliges, chemiges, du siehst, wie irgendwie sich die Hautfalten am Hals öffnen, sie sich wohl gegenseitig anblicken und dann wutentbrannt auf dich zustürmen. Du siehst wohl, wie einer der Menschen wohl noch einen weiteren vierten Arm ausbildet. Das sind keine Menschen, das sind Xenos, widerwärtig, Abschaum, und sie stürmen auf dich zu. Entfernung hattest du grob, was hast du gesagt, 30 Meter, 40 Meter, ne? Ja. Ja, alles klar. Dann müssen sie jetzt erstmal. Sie werden alle. Ja, geben wir mal. Geben wir mal einen Charisma-Wurf. Ein Charisma-Wurf? Ei daraus. Ich glaube, das ist Fellowship.